Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Hallo, ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute reden wir über dieses lustige Sprichwort. Ja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Was bedeutet das? Nun, stellen wir uns ein blindes Huhn vor. Ja? Das Huhn ist blind, es sieht nichts und es weiß nicht, wo die Körner liegen. Aber das Huhn, obwohl es blind ist, sucht und sucht und sucht und sucht. Ja? Es sucht nach den Körnern und dann eines Tages findet es ein Korn. Ja? Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Und deshalb benutzen wir dieses Sprichwort, wenn jemand kein Talent hat oder bestimmte Fähigkeiten nicht besitzt und trotzdem Erfolg hat. Ja? Er ist erfolgreich, nur weil er Glück hat. Ja? Jemand hat bestimmte Fähigkeiten nicht oder kein Talent für bestimmte Dinge und ist aus purem Glück erfolgreich. Ja? Er ist aus purem Glück erfolgreich. Ja? Und dann benutzen wir dieses Sprichwort. Jemand kennt sich zum Beispiel mit Zahlen nicht so gut aus. Ja? Aber er errät die Antwort in einem Mathematiktest. Ja? Und dann ist das ein klarer Fall von einem blinden Huhn, das ein Korn gefunden hat. Ja? Das ist das Sprichwort, ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen.